Hi, ich bin die Annika von Let's Do Fit und heute machen wir einen sehr leckeren zuckerfreien Kuchen und zwar mit einem Schokoboden. Darüber kommt so eine leckere Creme mit Blaubeeren. Ihr könnt aber auch natürlich andere Beeren verwenden. Und ich habe das Ganze noch schön mit Blumen dekoriert, weil das Ganze war ein Geburtstagsgeschenk. Aber da könnt ihr auch eure Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen. Und es ist einfacher gemacht, als ihr jetzt vielleicht am Anfang denkt. Und ich würde sagen, deswegen legen wir direkt los und ich zeige euch erstmal die Mengenangaben für den Teig. Für den Boden benötigen wir einmal gemahlene Mandeln, dann Eier, ein bisschen Xylit, also ist eine Zuckeralternative, Backpulver, Butter und Kakao. Als erstes schlagen wir unsere Eier in eine große Schüssel und diesmal verwende ich auch wirklich eine große Schüssel. Wenn ihr die letzten Videos kennt, dann wisst ihr, dass das nicht so mein Ding ist mit großen Schüsseln. Dazu geben wir eine ganz kleine Prise Salz und das Ganze wird dann so lange aufgeschlagen, bis die Eier richtig schön weißcremig sind. Ihr könnt dazu ein Handrührgerät verwenden oder das natürlich auch in der Küchenmaschine machen, da geht das Ganze ein bisschen schneller. Sobald das Ganze so schön weißcremig ist, können wir das erstmal kurz beiseite legen. Dann nehmen wir uns eine andere Schüssel und da verrühren wir alle anderen Zutaten. Also einmal die gemahlenen Mandeln. Dann unser Xylit, Backkakao, Pulver. Zum Backen verwende ich hier so einen Backring. Der hat einfach den Vorteil, dass man den in einer verschiedenen Größe stellen kann. Ich mache jetzt so einen mittelgroßen und den lege ich mit Backpapier aus. Dafür falte ich das Backpapier immer und hebe dann mit der einen Hand den Backring und dann wird es wieder umgeschlagen. Dann drehe ich wieder mit der einen Hand und mit der anderen Hand falte ich alles schön zusammen, damit der Teig nachher nicht rauslaufen kann. Die Enden macht dann einfach so zusammen. Die trockenen Zutaten geben wir nach und nach ganz vorsichtig zu der Eimasse hinzu. Bei mir haben sich beim Verrühren so leichte Klümpchen gebildet, deswegen siebe ich das einfach am besten kurz. Dann wird es auch schön locker. Der Teig ist jetzt doch relativ fest geworden, deswegen gebe ich noch ein bisschen Hafermilch hinzu und verrühre das Ganze nochmal. Den Teig füllen wir dann in unsere Springform. Und dann kommt der Teig so für etwa eine halbe Stunde im Backofen bei 180 Grad Umluft. Während der Kuchen abkühlt, können wir uns schon um die Creme kümmern. Ich nehme hier erstmal einen Topf, den mache ich warm und dazu gebe ich tiefgefrorene Heidelbeeren dazu. Aber ihr könnt natürlich auch andere Beeren verwenden. Dazu kommt ein kleiner Schluck Wasser, aber wirklich nicht viel. Dazu kommt eine Packung Agar-Agar und das Ganze wird dann für 2 Minuten aufgekocht. Dann verrühren wir einmal in der Schüssel etwas Magerquark, Frischkäse in Doppelrahmstufe, Xylit.
So, der Tortenboden, der hat jetzt abgekühlt und ich habe den auf eine Tortenplatte gegeben. Den Tortenring habe ich geputzt, dass nachher an der Creme keine Krümel kleben bleiben. Und den tue ich einfach nochmal ein bisschen rum. Und darüber kommt jetzt die Tortencreme. Die Torte darf jetzt wieder für ein paar Stunden im Kühlschrank oder bei den Temperaturen kann sie auch draußen abkühlen, bis einfach die Creme so richtig schön fest ist und dass man die auch nachher gut vom Tortenrand lösen lässt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über Nacht machen. Die Torte dekoriere ich dann mit Blumen, die tue ich ein bisschen in Alufolie einwickeln und dann einfach reinstecken. Dann nehme ich noch ein bisschen Tiefkühlbeeren. Aber ihr könnt da eurer Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich finde es wirklich eine sehr gute Idee als Geschenk. Ich habe auch mal eine andere Variante gemacht mit Low Carb Raffaellos. Das war mein erstes YouTube-Video. Verlinke ich euch auch mal oben. Könnt ihr auch gerne anschauen. Ja, so Videos sind wirklich unglaublich zeitaufwendig für mich. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Gib mir gerne einen Daumen hoch und lass ein Abo da. Und sonst freue ich mich sehr, wenn wir uns nächstes Mal sehen beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.